Ziel, es ist noch so im Flow, sage ich mal. Es gibt einmal natürlich die grundsätzliche Aufgabe, L3T 2.0. Wir schreiben, erstellen, lektorieren, recherchieren, machen und tun. Und da gibt es natürlich auch auf der Website dann entsprechend Aufgabenbeschreibung, Ansprechpartner und wer sich da sozusagen committen möchte, also wirklich jetzt auch so eine wichtige Aufgabe zu übernehmen, nimmt dort mit Ansprechpartnern Kontakt auf und kriegt die zugeteilt. Und kann dann eben online arbeiten, kann aber auch zum Camp kommen, weil natürlich die Idee des Camps ist, dass Mitstreiter und Mitleidende sozusagen hier aufeinandertreffen und sich austauschen können, sich gegenseitig helfen können oder auch einfach von ihren Themen, die sie bearbeiten, erzählen können. Es dürfen natürlich auch Leute kommen, die jetzt keine super wichtige Aufgabe übernehmen können oder wollen, die vielleicht einfach mal vorbeischauen, die sich für das Thema interessieren. Und da ist es mir dann natürlich ganz wichtig, dass sie sich vorher anmelden, damit ich dann sozusagen wieder koordinieren kann, aha, an dem Tag kommen mehrere Leute oder vielleicht auch mal ein Autor. Also wir haben ein, zwei Autoren, die auf jeden Fall auch hier teilweise vorbeischauen oder arbeiten werden. Also wir haben zum Beispiel an dem Montag, an dem 26. nachmittags, den Heiko Idensen hier, der also über das OER-Thema als Co-Autor ein Kapitel schreibt und auch dankenswerterweise gerne bereit ist, ein bisschen was dazu zu erzählen. Am Donnerstag, den 22. August um 15 Uhr soll es eine schräge Stunde geben. Nackt in der Alster schwimmen.